you know. Shake up the feeling. So come on. Jo, meine kleinen Farmer, dann herzliches Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin gerade wieder auf der Bauhof Weber Außenstellen-Map. Und eins wollte ich euch vorweg schon mal sagen. Auf der Bauhof Weber-Map geht es dann jetzt auch nach der Gamescom weiter. Und es freut mich sehr, dass wir schon so eine hohe Downloadzahl geknackt haben. Also es ist wirklich phänomenal. Wir haben eine fünfstellige Summe schon erreicht und das ist einfach richtig heftig. Vielen Dank auf jeden Fall dafür und es freut mich sehr, den ganzen Spaß auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram und überall auf YouTube zu sehen, den ihr mit der Map habt. Und ja, ich wollte jetzt diese Woche einmal eine etwas besondere Woche machen und zwar wollte ich diese Woche eine Rettungswoche machen. Wenn ihr sowas gerne öfter mal haben wollt, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare und lasst mal ein Däumchen nach oben da. So, ich zeige euch jetzt erstmal, wie diese Rettungswoche aussieht. Quasi eine Woche lang kommen immer Videos, wo es einmal um Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst geht. So, ich fange jetzt heute erstmal mit der Polizei an und dann fülle ich gleich so langsam die Feuerwache und dann schauen wir mal, ob wir hier schöne Einsätze bekommen. Gut, so. Ich präsentiere euch jetzt erstmal die Polizeifahrzeuge, die ich im Moment hier im Spiel habe. Das wäre dann der VW T5 hier. Den kennt ihr ja bereits. Das ist ja ein sehr schönes Polizeiauto. Das benutze ich ja auch schon sehr, sehr lange. So, dann ist hier der 5er BMW. Da soll es demnächst ein Update zu kommen, weil der hat einen kleinen Fehler. Und der Fehler ist jetzt so gut wie weg dementsprechend. Wird es den dann wahrscheinlich demnächst geben. Ich würde sagen, sobald wir 1000 Likes geknackt haben, mache ich den fertig und würde den dann eventuell nach der Gamescom dann hochladen. Ist das ein Deal? Ja? Machen wir. So, und ich habe ein ganz neues Fahrzeug. Und zwar habe ich jetzt bis vor 20 Minuten mich damit beschäftigt, ein bisschen geskinnt, Blaulicht verbaut und darauf geachtet, dass das Blaulicht übelst geil aussieht. Und hier ist das Fahrzeug. Ich habe diesen Polizeiwagen schön fertig gemacht. Das war ein bisschen Arbeit, ja. Er sieht nicht perfekt aus, aber das ist nicht schlimm, weil für meine Zwecke reicht er vollkommen. Und ich finde, das ist wirklich ein sehr schöner Polizeiwagen. Der, welcher Polizeiwagen war das? Ich glaube von der Polizei Braunschweig. Oder, ja doch, Braunschweig war das, glaube ich. Irgendwo da oben in der Ecke habe ich einen Polizeiwagen inspiriert und dementsprechend habe ich den dann einfach mal nachgebaut. Ich finde auf jeden Fall ein ziemlich cooles Fahrzeug. Nicht wundern, hinten sind halt noch ja, ein paar Rettungsdienstklamotten drin. Aber was ich halt ganz geil finde, ist unter anderem das Blaulicht. So, wir fahren jetzt einfach mal Richtung Feuerwache. Das Problem momentan auf der Map ist, dass wir ja noch gar keine Polizeiwache haben. Weiß nicht, wollt ihr noch eine Polizeiwache? Also wir haben ja ein Krankenhaus, wir haben eine Rettungswache, Feuerwache natürlich, aber noch keine Polizeistation hier, keine Polizeiwache. Da müssen wir dann mal gucken. Und was ich auch noch sagen wollte zu der Map, also manche haben schon Fehler berichtigt, sag ich mal. Nein, einen Fehler an uns geschickt, inklusive Screenshot, wo dann zum Beispiel drin steht, dass an irgendeiner Markierung hier auf der Map noch ein kleiner Fehler ist. Das werden wir natürlich ausbessern und dann wird es dann eine V2.1 geben, wo dann die Fehler ausgebessert werden. Und in der V3 sollen dann demnächst halt neue Features kommen. Aber dazu mache ich dann nochmal extra Videos, weil dann könnt ihr auch nochmal in die Kommentare dann in den Folgevideos schreiben, was ihr euch dort genauestens wünscht. Ein Wunsch war zum Beispiel, dass die Autobahn eine Funktion hat und nicht nur Dekoration ist. So. Okay, dann fahren wir jetzt mal weiter. Natürlich für die, die die Map noch nicht haben, der Link dazu ist in der Videobeschreibung ganz oben. So, hier gab es auch Feedback und zwar sind hier zu viele Schilder und ich muss sagen, ja, da habt ihr recht. Das habe ich auch an meinen Kollegen weitergeleitet. Dementsprechend das Stoppschild hier zum Beispiel, das kann eigentlich weg. Und so ein paar andere Schilder auch noch, ne? Genau. So, hier gibt es übrigens noch ein kleines Feature. Ich weiß nicht, ob ihr das schon entdeckt habt, aber ihr müsst einfach mal hier ein bisschen buddeln. Irgendwann kommt hier was.
Und ich kann euch eins schon mal versprechen, ihr braucht Feuerwehr. So. Ich finde, das Fahrzeug ist wirklich super schick geworden. Ich mache jetzt einfach mal das Blaulicht an. Ich finde die Frontblitzer richtig geil. Hat halt ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Ich weiß gar nicht, wie lange ich an diesem Mod gebastelt habe. Aber ich habe auch mich extra für diesen Blaulichtbalken entschieden, weil ich den einfach mit am besten fand. Und der ist ja auch bei meinem Sonderfahrzeug drauf. Und da dachte ich mir, okay, mache ich den auch mal ins Polizeiauto. Hier fehlt noch ein Stück Scheibe. Das liegt aber daran, dass ich da noch einen kleinen Fehler drin hatte. Aber den kann ich schnell beheben. So, jetzt, der hat natürlich zwei verschiedene Martinshörner. Es wurden wieder geblitzt. Und Tornumschaltung funktioniert auch ohne Probleme. Gut, ihr müsst dann halt Taste H und J drücken für eine Hornumschaltung. Dieses Fahrzeug zum Beispiel, da könnte ich mir vorstellen, dass das beim Roleplay-Projekt dann mit dabei ist, ne? Aber das schauen wir einfach mal. Ich bin schon wieder zu weit gefahren. Jedes Mal fahre ich zu weit. Das gibt's doch nicht. Jedes Mal, warte mal, wir drehen mal hier kurz. Halt. So. Okay, dann fahren wir jetzt weiter. Halt, wir müssen ja wieder Martinshorn anmachen bei der roten Ampel. Oder eigentlich auch anhalten. Okay, ihr seht auf jeden Fall, es läuft und ich weiß nicht, wie findet ihr denn die Frontblitzer? Also ich muss sagen, wow. Sowas fasziniert mich tatsächlich. So geile Frontblitzer. Das ist schon echt cool. Ich kann euch das mal kurz zeigen, wie das bei Nacht aussieht. Das war GS Set Daytime 22 Uhr. Wow. Das sieht geil aus. Das sieht richtig cool aus. Ah, jetzt weiß ich, was ich hier noch drauf machen kann. Und zwar hinten rechts fehlt noch ein Blaulicht. Ja, das mache ich noch. So. Dann ist der Polizeiwagen aber auch hier perfekt, finde ich. So, hier klar, Baustelle. Da gibt es ja ein paar Rohre, die da noch ein bisschen rumfliegen. Aber ich würde als Zwischenwache, solange... Ja, wo können wir die parken? Ja, jetzt wurde ich schon wieder geblitzt. Also so oft, wie ich hier schon wieder geblitzt werde, ne? Eine Variante wäre, glaube ich, hier oben. Hier oben ist, glaube ich, eine Variante, um alles Mögliche zu parken. So, warte mal. War das hier rechts? Ja, ich glaube, hier rechts war das. Ja. Jetzt habe ich noch die Mülltonne umgefahren. Eieiei. Genau, hier vorne rechts. Aber da steht ja ein Auto. Der darf da gar nicht stehen. Warum steht der denn da? So. Park mal den einfach mal hier. Gut. Dann switchen wir jetzt weiter. Hier, das kennt ihr ja auch. Gut, der Sound ist jetzt noch nicht so schön. Ja, ist schick. Gut. Ja, damit fahren wir jetzt auf jeden Fall auch mal eben dorthin. Blaulicht machen wir aus. Rote Ampel. Oh, wir wurden nicht geblitzt. Gut. So. Okay, dann parken wir einfach mal hier. Kann eigentlich mit dem Roller da fahren. Nee. Wäre eigentlich cool, so ein cooles Feature. Damals gab es das ja beim LS15 auch mit Golfkarts. Das fand ich witzig. Hallo. Objekt zu schwer. Wie zu schwer? Hallo, ich will damit das fahren. Hallo. Na egal. Gut. So. Wir steigen hier nochmal in den Polizeiwagen und holen dann hier den T5. So. Auch hier kennt ihr das Blaulicht bereits. Ist auch schick. Ja, jetzt wurde ich hiermit natürlich geblitzt. So. Für den Verkehr habe ich mir auch so ein paar Überlegungen noch überlegt. Also hier ist noch einiges geplant für diese Map. Damit ihr dann halt zwischenzeitlich auch so ein bisschen Bauhof Weber, sag ich mal, spielen könnt. So. Okay. Das ist auf jeden Fall die Polizeistation. Dann jetzt erstmal, ich weiß, ich kann ja die noch verschönern. Wir haben jetzt noch so platzierbare Objekte.
Wir gucken einfach mal hier, ob wir da noch was Feines haben, womit wir das auch eingrenzen können. Weiß nicht, wenn wir jetzt hier noch so ein paar Bauzäune hinstellen, müsste das ja auch irgendwie halbwegs schön aussehen. So, komm schon. Ja, es ist okay, ne? Kann man so stehen lassen. Also, eine Zwischenlösung ist das schon, aber keine dauerhafte Lösung. Da schaue ich mal, wo die Polizeiwache hinkommt. Am besten wäre natürlich hier oben irgendwo. Keine Ahnung, wo hier am besten eine Möglichkeit ist. Vielleicht macht man dieses Häuschen hier weg oder das Häuschen. Da gibt es ja genug Möglichkeiten. Ja, das kennt ihr ja auch hier. Oder man macht diese Baustelle hier weg und macht da die Polizeistation hin. Also da überlege ich mir auf jeden Fall noch, wie es am besten ist. Genau. Ja, hier sind so die Standardfahrzeuge. Wenn ihr alle Mods installiert habt, die ich euch dort verlinkt habe, dann habt ihr halt diese Fahrzeuge hier als Standardfahrzeuge. Unter anderem auch diesen Super Sprinter. Den finde ich auch sehr, sehr nice. So, MAN, TGS, klar. Davon habt ihr dann direkt zwei. Ein Bagger. Auch hier direkt auf dem Tieflader. Und natürlich noch ein größerer Anhänger von Krampe, damit ihr auch direkt loslegen könnt hier, ne? Genau. Ja, Freunde, so sieht es auf jeden Fall hier bei der Polizeistation aus. Das nächste Video hierzu kommt dann morgen. Dort geht es dann um die Feuerwehr, weil wir beziehen die neue Wache. Und dann würde ich sagen, wenn ihr mehr von solchen richtig coolen Polizeivideos wollt, dann schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was ich im nächsten Polizeivideo machen könnte. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Wenn ihr noch nicht in der Benny Family drin seid, einfach kostenlos unten auf Abonnieren drücken. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Macht es gut, bis dahin. Ciao, ciao.